Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Geister der Vergangenheit. Bevor wir loslegen, ganz kurze Info, falls du mich noch nicht kennst, bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Also wenn du da Bock drauf hast, lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Ja, also wie in der letzten Folge, glaube ich, angekündigt, spielen wir jetzt hier mit meinem Hauptaccount, mit meinem Haupt-Save-Game. Und ja, ich habe hier für die Nebenmission wieder den geführten Modus aktiviert und auch die HUD-Anzeige für die Einsatzziele aktiviert. Normalerweise habe ich die deaktiviert, aber hier für das Let's Play habe ich sie aktiviert. Und Wolves sind halt einfach nur Luschen. Da hinten sind noch welche. Jo, das waren die Wolves. Einmal Materialien einsammeln. Die habe ich auch ausgeschaltet, also nicht wundern, wenn ihr rechts an der Seite nichts seht, was ich einsammle. Ursprünglich habe ich ja mal gesagt, ja, ich lasse das eingeschaltet. Aber ja, im Grunde ist es unnötig, weil die meisten Materialien braucht man eh nur zum Craften und ja, muss ich nicht unbedingt sehen, was ich da einsammle. So, zuerst lesen wir vielleicht mal die Besprechung hier. Ich hoffe, das geht auch. Ja, genau. Schulz glaubt, dass er Spuren gefunden hat, die ihn zu seinem verschollenen Freund Cal Tetwa führen. Er verschwand während des Kalten Krieges. Beginnen Sie mit dem Fall, indem Sie in der Nähe eines verlassenen Militärfahrzeugs Nachforschungen anstellen. Da sind wir bereits. Leider kann ich den Dialog mit Schulz nicht wiederholen, was ich schade finde. Aber ja, so ist es nun mal. So, hier müssen wir Nachforschungen anstellen. Beziehungsweise, ja, genau. Dann schauen wir mal. Das ist ein altes Päckchen russischer Zigaretten. Tabak. Ja, keine Ahnung, mein Russisch ist sehr eingerostet. Bevor ich jetzt da die russische Sprache noch ein bisschen mehr vergewaltige, lasse ich es sein. So, hier haben wir ein Militärabzeichen von Cal. Laut der Beschriftung stammt es von der USAF AAB Typhoon Base. Ich wette, da müssen wir als nächstes hin. Selbstversorger in der Region Sinking Country haben mehr Informationen. Sind wir in Sinking Country? Jawohl, sind wir. Wir müssen da vorne hin. Wir haben da hinten Fahrzeuge. Was wir leider nicht deaktivieren können, irgendwie. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass man die Anzeige von Fahrzeugen auf der Taktikkarte deaktivieren kann, aber irgendwie geht's nicht wirklich. Die haben ja Infos. Darf ich die natürlich nicht töten. Na komm. Heb ihn auf. Heb ihn doch auf. Geht doch. Was hast du denn für Infos? Achso, erstmal hier verhören. Afrael finden. Was muss ich dazu wissen? Hm? Du hast alles gehört. Tu mir bitte nichts. Jo, und stirb. Und du stirb jetzt auch spontan. Los, stirb doch. Oder hast du noch Info? Nee, da ist er tot. Gut, dann... ich wollte aufsteigen, nicht draufsteigen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Oh, eine Helikopterpatrouille. Die Azrael-Patrouillen habe ich jetzt übrigens mal deaktiviert, denn die geben hier im Let's Play derzeit keinen Mehrwert und sind eigentlich nur nervig, rauben Zeit. Deshalb habe ich die jetzt hier an der Stelle deaktiviert. Werde die aber natürlich wieder aktivieren müssen, weil es gibt auch eine Nebenmission, die man nur mit aktivierten Azrael-Drohnen spielen kann. Meine Güte, ich nehme aber auch wirklich jeden Baum mit. Oh,
Oh, da fällt mir gerade was auf. Ich habe ganz vergessen, die KI-Kameraden wieder zu aktivieren. Fury, Fixit und Vasili. Die Rainbow Six-Kameraden kann man übrigens immer noch aktivieren. Also die bleiben auch nach dem Event. Gut. Hallo, Kameraden. Na, lange nicht gesehen. Gerade mal checken, ob Voice Attack funktioniert. Team, zu mir. Rück zu meiner Position. Jawohl, Funst. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber Funst. So, welche Selbstversorger? Ach, da hinten. Alles klar. Guten Tag, mein... Ah gut, ich dachte gerade schon, der schweißt am Holzzaun rum. Einen schönen Tag. Sie meine ich natürlich, Entschuldigung. Hallo, ich suche nach Informationen. Ich habe ein Militärabzeichen mit der Aufschrift AAB Typhoon 403 gefunden. Kommt Ihnen das bekannt vor? Eine Idee, woher das stammen könnte? Ich sage die Wahrheit. Nichts weiter. Danke. Passen Sie auf sich auf. Das ist ja echt cool, dass sie die Wahrheit sagt. Ich finde das einfach so... Wie sagt man? Antiklimaktisch? Ich weiß nicht. Also immersionsbrechend. Dass die halt einfach nichts sagen. Also nichts Richtiges. Anderthalber Kilometer. Den Flugabwehrruinen. Oh, die kenne ich noch. Die kenne ich noch, die Flugabwehrruinen. Und was sollen wir da machen? Einfach hingelangen und dann sehen wir schon. So, wir haben hier doch bestimmt irgendwo ein Fahrzeug, oder? Fahrzeug. Ich benötige ein Fahrzeug. Und Proteine. Nun, kein Fahrzeug. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir wohl laufen. Aber ich schaue gleich nochmal auf die Karte. Bestimmt steht da nochmal so eine total sinnlose Sentinel-Patrouille irgendwo im Wald rum. Mit Bikes. Vorne höre ich Stimmen. Vielleicht sind sie das ja sogar schon. Nope. Das ist nur ein... So ein Kistenmensch. Und eine Wache. Das hier ist auch eine Nebenmission, aber nicht diese. So, das ist ja, jetzt natürlich gerade ein blöder Po. Ah, hier unten gibt es ein Boot. Das ist gut. Das ist gut. Ein Schlauchboot. Aber leider nicht in Rot. Oh, das ist ja auch eins. Ein Holzboot. Ach, guck mal an. Das hier sind Sentinels. Aber ich hätte gerne das, das Schlauchboot, weil es ein bisschen schneller ist. Ah ja, Jungs, kommt schon. Jungs und Mädel. Ah, ich hätte so gern die Kameraden von Wildlands hier dabei. Aber Weaver ist tot. Ja. Oder zumindest hätte ich gern, dass die diese Kameraden hier ja, so viel Charakter haben, wie die Kameraden aus Wildlands. Ich habe gerade ziemlich lange überlegt, ob ich soll den Simultanschuss mit den Kameraden nutzen, aber warum? Hm? Brauche ich nicht. Bei drei Gegnern, die so eng zusammenstehen. Ach, da hinten am Stein laufen noch welche rum. Der steigst du ein oder nicht? Fix it. Komm. Naja, irgendwie hat Fixit immer Probleme dabei, damit ins Boot einzusteigen.
Kommt sie jetzt? Jawohl. Da zappelt er. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich komplett mit der Story durch bin. Denn dann will ich mal wieder so kommen. Wobei, das kann ich eigentlich auch schon vorher machen. Das mache ich, glaube ich, mit den Fraktionsmissionen. Wäre das eine Idee, dass ich Fraktionsmissionen immersiv spiele? Also simulationsmäßig. Also nicht so kommentiere wie jetzt hier, sondern wie ich das schon mal in einer Folge gemacht habe. Was war das für eine... Das war, glaube ich, auch eine Fraktionsmission. So mit der Roboterstimme und so, also dem Pseudofunk. So, wir sind an den Flugabwehrruinen. Durchsuchen Sie die Flugabwehrruinen. 1, 2 und 3. So, Informationen zu Kalk können in der Basis aus dem Kalten Krieg gefunden werden. Gut, aber nicht hier. Ah, das da machen wir aber... Oh, guck mal da. Weil hier sind ja keine Gegner. Oder auch doch, dann gehen wir vielleicht doch in Deckung. Bevor wir hier mit der Drohne rumfliegen. Komm, ja, komm. Da? Oh, nice. So, wir haben zwei Infospots gefunden. Gibt es den vielleicht auch noch? Hier, da war doch was. Ja, oder auch nicht. Ist das alles? Da war was. Ah, nee, wir müssen alles doch nach Infos absuchen. Ach, schau mal an. Okay. Könnten wir gerade noch eine Fraktionsmission mitmachen? Die Scale-Credits könnte ich sicher gut gebrauchen. So, dann schauen wir mal, wie wir vorgehen. Wir schnappen uns natürlich zuerst diese Infos hier. Die hier. Dann die hier. Wobei, sind das überhaupt die richtigen Infos? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Huch, das ist ja direkt nebenan. Moment, nein, das ist nicht nebenan, das ist dort, wo ich war, oder? Okay. Was sind das für Infos? Natürlich. Jetzt sind die anderen Infos weg. Jo. Na gut. Immerhin wissen wir dann ganz eindeutig, wo wir hin müssen. Es ist auch nicht so viel. Ich schau mal kurz nach der Framerate. Ja, relativ stabil. Gut. Gut, gut, gut. Zack. Ganz genau. Ja, also ich kann Breakpoint nach wie vor auch mit der neuen Grafikkarte. Leider nicht mit der Vulkan Engine mehr spielen, seit zwei Updates oder so. Ich bin aber auch scheinbar irgendwie der Einzige, der das Problem hat. Denn es gibt... Ne, gar nicht, ich bin nicht der Einzige, aber einer von zweien. ja, weil dann gibt es einen Haufen FPS-Drops dann immer, so auf 20 FPS oder so. So, was wollte ich denn jetzt hier? Gucken, wie ich reinkomme. Da vorne ist ein Eingang. Ach nee, jetzt weiß ich nochmal, was ich machen wollte. Hier. Ich wollte mich hier nochmal ein bisschen ausrüsten. Wir benötigen Blendgranaten. Simultanschussdrohnen, Sensorgranaten und ja, ein Fernglas schadet nicht. Sch
Schneidbrenner brauchen wir hier jetzt eigentlich nicht unbedingt. Die Angriffsmarkierer, naja, ich spiele halt eher verdeckt, dann macht der Angriffsmarkierer eigentlich wenig Sinn. Ansonsten, ja, komm, ich nehme die MK1. EMP-Granaten mit. Ah, vielleicht sollte ich vorne rein, denn vorne war der Generator. Und wenn es da ein Geschütz gibt... Ich hab da jemanden Shit! Feindliche Kräfte! Ich hab jemanden versteckt! Shit! Doch! Muss ich jetzt? Die haben was gemacht. Warum? Kannst du mir mal sagen, warum ich den nicht getroffen habe? Eieiei. Jetzt muss ich mal was gucken. Oh shit. Eieiei, was passiert hier? Rücke weiter vor! Team, Feuer frei! Ich gebe dir Deckung! Feuer frei! Verstanden. Sehr frei. Eieiei. Das kommt davon, wenn man will, dass die Sache cool aussieht und dann... Ach du Scheiße! Oh. Der ist weg! Jo, und für ich auch gleich. Das war's. Ja, das kommt davon, wenn man will, dass die Sache gut aussieht und dann... aus der Third Person mal spielt und dann keinen mehr trifft. Das soll mir eine Lehre sein. Aber ich sag immer, egal was passiert, ich kann nicht verlieren. Entweder ich gewinne oder ich gewinne an Erfahrung. Ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung. Ziemlich gut. Jo. Das sehe ich genauso. Warum sind wir jetzt komplett am anderen Ende der Basis? Weil eben waren wir hier. Und gestorben sind wir dort. Gut. Von mir aus. Ach nee, eine Wolf-Patrouille mit Flugdrohne. Die mag ich ja gar nicht. So, wir nebeln uns einmal ein. Da haben wir eine Kiste auf 1 Uhr. Ja, so verstanden. Sonst brauchen die... Eieiei. Sonst brauchen die immer so lang, bis die mal irgendwie checken. Die VIP versucht zu fliehen. Ja, ja, lass die VIP abhauen. Sterb, du Mistgeburt! Ach du Scheiße, der Shotgunner. Ja, Daniel, was sagt uns das? Weniger labern, mehr konzentrieren. Danke, Vassili. Aber mein linker Arm ist weg. Schon besser. Dankeschön. Dankeschön. Bin ich verletzt? Hey, schieß weiter! Jo, tatsächlich, verdammt. Das Blut, ja. Das Blut fließt aus den Beinen. Team, Feuer frei. Zeit ziehen! Vielleicht sollten wir dann jetzt doch mal das Ding... Ich habe das Teil tatsächlich nur einmal benutzt, den Angriffsmarkierer, um es auszuprobieren. Sonst nie. Ich gehe auf Tuchfühlung! Boom! Fixit wurde getroffen! Oh, okay, Fixit. Warum habe ich immer noch den Schalldämpfer drauf? Bringt doch nichts. Einmal nachladen. Gerade mal kurz schauen. Nicht, dass ich noch das... Na gut, habe nicht mehr das erweiterte Magazin von dem Tutorial drauf, das übermorgen kommt. Kann das sein, dass meine Kameraden schon wieder tot sind? Ich glaube, unsere Kameraden sind hinüber.
Das heißt, ich habe ein Problem. Ich muss hier raus. Beziehungsweise eigentlich muss ich mich verarzten. Wow, 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 Alter, was macht... Alter, nein, scheiße, mach doch was! Ich habe gerade F gespammt, wie sonst was. Gut, so. Fängt diese Aufnahmesession ja mal schön mit ein paar Fails an. Schneide ich natürlich raus. Nee, mache ich natürlich nicht. Denn ich schneide die Let's Plays ja nicht mehr. Los geht's. So. Freunde der Sonne. Mai sagt... Moment. So. Mai sagt, verdeckt vorgehen. Zack. So, Konzentration. Konzentration, wie gesagt. Jetzt lasse ich das Ganze einfach mal einfach aussehen. Falls du neu hier bist und dich wunderst, warum ich so ein Noob-Gameplay an den Tag lege, die Einstellungen immer noch dem Maximalsten, was maximal geht, auch nur 3 Bandagen immer. Verletzungen immer. Vielleicht hätte ich mich am Biwak vorher mal noch ein bisschen vorbereiten sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Am Biwak bin ich nämlich eben vorbeigerannt. Ich weiß natürlich, dass du das Ganze viel besser kannst, aber es ist auch ein Unterschied, ob man aufnimmt oder nur spielt. Gutes Ding, Ghostlied. Nice. So, ich hätte gerne noch Info, ob hier noch ein Gegner irgendwo ist. Vielleicht checke ich mal eben mit der Drohne. Denn beim ersten Tod war der hier. Der hier war's. Den kaufe ich mir jetzt. Ist sonst keiner drin? Nee, gut. Vielleicht finden wir hier was. Hier ist alles ruhig. Hier ist auch niemand zu sehen. Was? Zack. So, wo ist der andere? Der da gerade gar nicht. Oh, vielleicht war es auch er. So. Da war aber auch noch einer am Steg hier. Ist der noch da? Oder ist er jetzt nicht mehr da? Da ist er. Huch. Nochmal auf Einzelfeuer umgestellt. So. Jetzt machen wir es nicht so, sondern so. Ich höre Schritte links. Ja, moin! Stimmt was nicht. Was? Gut, machen wir die Cheat-Sicht mal nochmal aus. Ist das eine M4? Ne, ist keine M4. Könnte auch eine 416 sein.
Oder eine 516? Keine Ahnung. So genau kenne ich mich da nicht aus. Vom Aussehen her zumindest. Den Generator ausmachen wollte ich eigentlich. Alles sauber. Gut. Damit wären Mörser und Geschütztürme unschädlich gemacht. Eine Info ist da hinten und zwei da vorne. Schnappen wir uns zuerst die und dann die da hinten. Ich bin nicht hier. Gut. Drohnenpilot. Direkt ausgeschaltet. Eieiei. Da war noch ein VIP. Das soll mir egal sein. Zwei Infos direkt nebeneinander. Das ist aber schön. Feldpost, Name, Kell. Rang, Priorität, Freigabe. Ein nicht veröffentlichter Bericht. Zusammenfassung. Ich bin dabei, mehr Informationen über den russischen Spion zu sammeln. Ich brauche noch ein paar Tage, um ein vollständiges Bild zu haben. Soweit ich bisher sagen kann, können die Geheimnisse hinter dieser Bedrohung des Kalten Krieges direkt hier in einem Bunker auf dieser Insel gefunden werden. Ich fürchte, dass es sich um atomare Technologie handeln könnte. Alles klar. Jetzt die andere Info. Ein Foto. Foto von Mats und Cal. Das hier ist wohl Mats Schulz. Ja, man kann es eigentlich auch erkennen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Und Cal sieht halt einfach aus wie der 0815 Sentinel-Typ. Die auch übrigens alle Glatzen haben. Ich habe keine Ahnung warum. Kein Militärschnitt, sondern einfach wirklich Glatzen. Jeder. Alle Wolves, alle Sentinels. Ich verstehe es nicht. Auf dem Bild trägt Cal einen sehr speziellen Ring. Also sieht für mich aus wie ein pupsnormaler Ring. Speziell sieht er jetzt nicht aus. Aber ich würde wetten, dass wir den nachher finden müssen. So, jetzt müssen wir wieder zurück in dieses andere Gebäude. Welches Gebäude ist das denn genau? Es ist das erste. Gut, dann können wir einfach rein und kämpfen uns dann durch. Noch eine unnötige Rolle. Hui! Jetzt müssen wir nur einen Eingang finden. Da ist eine Leiter. Nutzen wir die doch einfach mal. Oh shit. Ich wollte nicht da drauf. Ach verdammt. Ich wollte nicht da hoch. Scheiße! Feinde in der Nähe! Ist das so? Feinde? Ich glaube nicht, dass hier Feinde sind. Das stimmt gar nicht, hier sind keine Feinde. Wir sind hier doch alle Freunde. Komm, ich nehme mir mal die Teile. Zack. Hier ist jemand. Seid auf alles vorbereitet. Ich find's gut, dass die immer so da rumbrüllen, dass man immer genau weiß, wo die sind. Kommen die hoch? Alter, vier Stück. Vier Stück, die kommen hoch. Hi. Gut, Auto. Heiliges Lieschen. Fünf! Fuck. Kein Versteck ist für mir sicher. Richtig gut. Wir sind nicht allein. Das Schwein muss hier irgendwo sein. Leute, oh, der war nicht tot. Und mein Magazin ist leer, na toll. Das gibt's doch nicht. Ah, Magazin leer. So ein Mist.
Nicht aufgepasst. Magazin leer, schwer verwundet, tot. Okay, das war's schon. Ganz vorsichtig. Feinde in der Nähe. Immerhin gibt es keinen Mörser. Das heißt, ich müsste mich hier relativ entspannt heilen können. Ich hab den einen nicht erwischt. Hab ich dem echt am Kopf vorbeigeschossen. Das war bitter. Ach man, ich spiel doch hier jetzt Panther. Ah, ich hätte doch können die Panther-Klassenfertigkeit nutzen. Mist. Mist, Mist, Mist. Bandagen sind aus. So. Nachladen. So, da hinten. Immer mitten rein. Hey, hey, hey. Hab ich echt an dem vorbeigeschossen? Das gibt's doch gar nicht. Da schweben sogar die Steine. Werdet nicht nachlässig. Ich seh nix. Phänomenal. Das stimmt was nicht. Ich sollte mal nachsehen. Ja, ich guck mal nach. Einfach ein halbes Magazin entleert. Checken wir mal hier die Lage. Da unten scheint alles sauber zu sein. Ich höre auch keinen mehr schreien. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, in einem Update die Anzahl der benötigten Schüsse für die Heavies auf 3 zu erhöhen. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam. Oder ob es ein Bug ist. Auf jeden Fall ist es ultra nervig, dass ich halt einfach mit jeder Waffe 2 Schuss brauche, um den Helm runterzuschießen. Nun gut. Ist jetzt so, müssen wir mit leben. Trotzdem ist es nervig. Da ist der Eingang. Ja, genau. Ist ja nicht so, als hätten wir schon ein paar kleine Probleme, was die Bandagensituation angeht. Also irgendwie ist das alles nicht richtig hier mit dem komplett stockdunkel. Egal mit welcher Sicht. Gehst du rein. Zack, hell. Und nachts ist es umgekehrt. Guckst du aus einem hellen Raum, guckst raus und da ist an der Türschwelle ist dunkel. Wer marschiert denn da? Scheiße. Hallo? Freund oder Feind? Ach, er. Also wenn es ein Feind gewesen wäre, wären wir jetzt schon wieder Game Over. So. Zeig mal her, das Ding. Huch. Erstmal Leertaste und dann M. So. Dokumente zu Suchbemühungen. Suchmission. An die Belegschaft. Auch nach mehreren Wochen konnten wir unseren Mann nicht finden. Im Anhang finden Sie ein Transkript seiner letzten Meldung. Er wurde zuletzt in der Typhoon Bay gesehen. Allen Berichten zufolge scheint er aufgrund eines Sturmes oder anderer wetterbedingter Umstände verstorben zu sein. Wir werden die Suche nach ihm nicht länger priorisieren, aber wenn wir etwas Neues erfahren, lassen wir sie es natürlich wissen. Lassen wir es sie natürlich wissen. Ja. So, guck mal, was ist mit dir? Yo man, what's up? Freizeitkrieger. So. Wo muss er denn hin eigentlich? Er muss da unten hin. Ja, können wir unterwegs abgeben, ist kein Problem. Und wir müssen da hoch. Wir haben hier natürlich jetzt kein Boot mehr. Aufgrund von ein paar Toten. Ist dieses Fahrzeug hier amphibisch? Ausprobieren möchte ich es vielleicht nicht unbedingt.
Steig ein. Wo ist der Kamerad, der mitfährt? Da hinten kommt er. Und es ist Trommelwirbel Vasili. Und Fixit. Steckt hinten ein. Alles klar. Komm, da hätte auch. Da hätte Fury doch wohl auch noch reingepasst. So, wir müssen von hier aus Straße folgen und dann rechts. Alles klar. Das war links. Aber das ist immer noch die Straße. Alles klar. Einfach so eine geteerte Straße und dann plötzlich ist sie weg. Die Straße. Einfach so nach 20 Metern aufgehört zu teeren. Baller. Vielleicht sollte ich das so machen. Da habe ich die. Was habe ich? Genau, ich habe die Scale-Credits fließen gehört. So, jetzt kann Fury aber doch mitkommen, oder? Sie ist allerdings nicht da. Gut, so, wir fahren zum Treffpunkt. Also vom Aussehen her würde ich vermuten, dass dieses Fahrzeug amphibisch ist, aber es ist es wahrscheinlich nicht und das Risiko eingehen möchte ich eigentlich auch nicht. Von daher... nehmen wir die halbwegs sichere Route über Land. Zumindest so weit wie es geht. Was ist mit diesem Fahrzeug da los? Ja, nix. Wir fahren halt. Können wir... Oh. Ich glaube, es ist eine Mercedes A-Klasse. Dieses... hübsche Fahrzeug. Auto, wollte ich sagen. Auto ist jetzt nicht wirklich unbedingt. So. Wo kommen wir über den Fluss rüber? Nirgends. Wir kämen hier vielleicht rüber. Ausprobieren. Brücke ist hier auch keine so in der näheren Umgebung. Vielleicht ist das Wasser da ja flach genug. Boah, die Mangrovenbäume. Ah, da vorne wäre das gewesen. Ne? Naja, wir werden sehen. Ja, es ist flach genug. Sehr gut. Schön, schön. Zu Fuß abgerückt und mit einem gepanzerten Fahrzeug zurückgekehrt. Ich würde so gern hupen können. Ich will hupen. Und Tüten. Meep, meep. Patrouille. Das soll uns jetzt aber egal sein. Da wachsen Bäume raus, das muss flach genug sein. Bei diesem See hier bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, aber ich probiere es trotzdem. Jawohl. So, was sollen wir hier eigentlich machen? Die Selbstversorger wissen mehr über den Bunker. Ist klar. Hallo, Axtfellfrau. Hey, Baumfellfrau. Kein Grund zur Sorge. Pff, lässt die Axt fallen. Ich suche nach Anzeichen von Radioaktivität. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? Das sind meine Infos. Danke, das weiß ich zu schätzen. Die Vegetation nordwestlich vom Schulzpond ist verseucht. Und das weiß sie, weil ihr Bruder da geboren ist und er drei Arme hat. Ja gut, können wir einfach hinfahren. Allerdings, habe ich da gerade gesehen, ist da ein Amon-Verteidigungsgebiet. Flieg einfach ein.
Tatsache. Oh Mann, ey, die NPC-KI. Fährst nur grob in die Richtung und die fliegen quer über die Karte. Im Versuch auszuweichen. Nicht selten übrigens springen sie vors Auto anstatt vom Auto weg. Wenn du Pech hast, dass es eine Gruppe von NPCs und dann war's das, dann darfst du wieder neu anfangen. Feuer! Was ist das? Ein Angriff? Glaube ich nicht. Massaker nennt man das. Beim Angriff hast du eine Chance. Ja, ich habe leider vergessen, den Feuerbefehl aufzuheben. Feuer! Schieß doch, Mann, schieß! Cool. Die Materialien nehme ich mir natürlich mit. Und wieder rein. Aufsetzen. Alle Mann, aufsetzen. Meine Güte, was sie denn? Du bist zu langsam. Die Karre fast hinüber. Hallo, Feuer, frei. Feuer nach eigenem Ermessen. Ach, geil. Tja, was mache ich jetzt? Kein Problem. Nachladen. Wisst ihr, was cool wäre? Aber vielleicht auch ein bisschen nervig. Wenn diese Amon-Drohnen hier explodieren, dann fliegen ja überall die Metallsplitter rum. Ne? Also man hört das ja. Wenn man von so einem Schrapnell noch getroffen werden könnte. Mal hier. Ist ja echt. Also, das wäre cool. Hallo. Na? Naja, sauber war das nicht. Es war halt ein Magazin geleert, aber gut, so Einzelfeuer. Wieder ein bisschen bedacht vorgehen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr schwer verwundet werde. Weil diese Helis. Hätte ich vielleicht auch deaktivieren sollen. Wenn ich so drüber nachdenke. Aber die sind immerhin schneller weg als die. Als die Asrael-Drohnen. Was haben wir denn hier? Teile. Und ein Skelett. Hat er einen Ring? Kein Ring. Der hat keinen Ring. Hm? Nee, hat keinen Ring. Keine Uniform, keine Erkennungsmarke. Das ist ein Ring der Militärakademie. Sieht aus wie der, den Mats Freund Cal auf dem Foto trägt. Wo soll der gewesen sein? Wo soll der gewesen sein und warum habe ich das gesehen? Das ist derselbe wie auf Mats Foto. Dann ist es also Cals Leiche. Warum? Wo hatte der den Ring? Frage 1. Frage 2. Warum habe ich das komplette Skelett eingesammelt? Untersucht alles, was interessant scheint. Jo, das machen wir. Was haben wir denn hier? Irgendwas zum Bilder machen. Das sind Blaupausen. Auf diesen Blaupausen wurden Dinge markiert, umkreist und hervorgehoben. Sie beschreiben, wie man einen Sprengsatz baut. Okay. Erstmal nichts so Besonderes. Eine Schlüsselkarte für einen unbekannten Ort. Das ist eine Schlüsselkarte. Ihre Herkunft ist unbekannt. Aufgrund ihres Alters lässt sich vermuten, dass Mats etwas darüber weiß. Weil er so alt ist.
alle alten Menschen etwas über alte Schlüsselkarten wissen. Okay, zurück nach Erewhon. Das machen wir aber per Schnellreise. Würde ich mal so sagen. Einmal Schnellreisen, bitte. Ladezeit müsste im Rahmen sein. Ja, also warum? Also, wir haben ja extra geguckt nach dem Ring, ne? Wo war dieser Ring? An den Fingern war er nicht? Ja, und nochmal die Frage war, warum hat Nomad das gesamte Skelett eingesammelt? Und warum ist es hier so verdammt dunkel drin? War das schon immer so? Ich glaube nicht. Irgendwie ist es sehr dunkel. Oder meine Bildschirmkalibrierung hat sich wieder verstellt. Das kann natürlich auch sein. Jo, Mats, was geht? Mats, schlechte Neuigkeiten. Kerl hat's nicht geschafft. Das dachte ich mir. Wissen Sie vielleicht, was ihm zugestoßen ist? Sieht aus, als hätte es eine Schießerei mit einem Russen gegeben. Seine Leiche trug weder eine Uniform noch eine Erkennungsmarke. Ich habe ihn anhand seines Rings identifiziert. Verdammt. Der Kalte Krieg war nie so kalt, wie Sie behauptet haben. Tja, immerhin starb er im Kampf. Das ist wenigstens besser als Malaria. Ihr Freund Kerl scheint ein paar Geheimnisse gehabt zu haben. Dass er mit Russen zu tun hatte, ist jedenfalls verdächtig. Ja, der Kalte Krieg war eine verrückte Zeit. Man wusste nie, wem man trauen kann. Aber Kerl, der war einer von den Guten. Er hatte einfach Pech, als er versuchte, das Richtige zu tun. Mann, ich bin nur froh, dass es nicht gleich zum Atomkrieg gekommen ist. Ich habe eine Kartenskizze und Bilder von Blaupausen gefunden. Aber ich weiß nicht, wovon. Ich sehe sie mir an. Vielleicht stecken in meinem alten Hirn noch Antworten. Und ich habe eine Schlüsselkarte mit einem seltsamen Atomsymbol gefunden. Auf dieser Insel gab es keine Bombentests, oder? In letzter Zeit? Ich hoffe nicht. Ich will ja nicht, dass mir ein drittes Auge wächst. Klar. Kommen Sie morgen wieder. Bis dahin hat sich der alte Denkapparat vielleicht an etwas erinnert. Mach ich. Morgen wiederkommen? Meint er das ernst? Oder? Hey, die Mission ist fertig. Die Mission ist fertig. Zumindest wird sie nicht mehr oben angezeigt. Ich teste das jetzt mal noch sicherheitshalber. Aber es kann natürlich auch sein, dass das der Übergang, ursprünglich der Übergang in die nächste, der Übergang zur nächsten Nebenmission war. Denn es gibt eine Nebenmission mit einer Bombe. Das weiß ich noch. Ist irgendwas anders, seit die Sendung? Aber probieren wir es aus. Was? Nope. Alles klar, gut. Dann lasst mir gern ein Abo da. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Nebenmission. Ich glaube, da suche ich mal die raus, in der es um die Bombe geht. Vielleicht ist es ja die, mit der es hier weitergegangen wäre. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.